Was sind denn so deine Erfahrungen mit der heiligen Beziehung? Also ich glaube, die größte Erfahrung für mich ist, dass es ein Prozess ist. Also für mich ist es so. Dass es nicht auf den Schalter gedrückt, nachdem ich es mir vorgenommen habe oder im Kurs drüber gelesen habe und sagt, das ist alles, jede Beziehung wird eine heilige Beziehung. Das ist nicht meine Erfahrung. Und wäre schön. Und auch eine Erfahrung, die ich habe, ist mit Menschen, mit denen ich nicht so eng in Kontakt bin, fällt es leichter. Also die größte Herausforderung ist doch mit den Lebenspartnern. Ja, da würde ich sagen, ist die größte. Das ist die größte. Wobei, ich habe eine schöne Erfahrung, ich glaube, du kennst die Geschichte schon, mit meinem Mann gehabt in Richtung heilige Beziehung. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, würde ich gerne, wenn ich darf, teilen. Auf jeden Fall. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Also wir zwei hatten so richtig schön Stress miteinander. Also und so jeder wollte gewinnen. Ne? Ja, wir haben gestritten. Und jeder wollte natürlich gewinnen. Und natürlich war ich im Recht, wer denn sonst? Und ich habe dann argumentiert und gemacht und getan. Und wollte natürlich, dass mein Mann mir recht gibt. Und er fühlte sich genauso im Recht. Also wir kennen das ja. Er gab mir natürlich nicht recht. Und was dann passiert ist, irgendwann habe ich mich erinnert, du willst das nicht mehr. Und dann hatte ich wie so eine Tonspur, während wir gestritten haben, wirklich argumentativ da gesessen haben am Tisch und haben uns gestritten, hatte ich immer noch in meinem Kopf so einen Satz wie, und das war wörtlich, ich will die Liebe. Ich will die Liebe, ich will die Liebe, ich will die Liebe. Das lief wie so eine Tonspur mit leise. Ich habe das nicht laut gesagt, aber ich habe es leise immer. Und gleichzeitig mit ihm argumentiert. Und auf der einen Ebene war ich sauer, dass er mir nicht folgte. Und auf der anderen Ebene war diese Stimme sozusagen, wenn man so will. Und was passiert ist dann? Innerhalb von kürzester Zeit kippte das Gespräch. Und er guckt mich an und lacht und sagt, was machen wir hier eigentlich? Und das war nicht so irre, weil... Es war schon echt, es war schon ein Streit, es war schon Ego-Kampf pur. Ja? Und dann haben wir wirklich drüber lachen können und haben uns hinterher unterhalten, haben gesagt, was war das? Und wir wussten beide nicht mehr, warum wir uns gestritten haben. Es war total weg. Cool, ja. Echt, das war echt cool. Und das Spannende, ich habe das ja nur für mich intern gemacht. Er hat ja nichts davon gewusst. Ich habe ja lautstark mit ihm weiter argumentiert. Das war für mich echt, da habe ich gesagt, wow, das ist cool. Und das ging so schnell, also ich meine, was sind 2-3 Minuten? Man kann sich stundenlang streiten, wenn man möchte. Ne? Also das ging schnell. Und das fand ich echt, das war so ein Fingerzeig, möchte ich mal sagen. Das war wirklich toll.